Hi, schön, dass du reinschaust. Hier im Video erkläre ich dir jetzt den Rollout mit der Langhantel. Kennst du vielleicht auch noch aus der Fernsehwerbung? Von früher hast du immer gerne diese App-Slider gesehen, die man da im Heimtraining auch verwenden kann. Auch damit funktioniert das Ganze. Im Gym hast du sowas eben seltener. Das heißt, mit der Langhantel rechts und links eine 2,5er drauf oder eine 5er. Und damit lässt sich die Übung genauso gut ausführen. Griffbreite möglichst so wählen, dass die Hände gleich weit von der Mitte entfernt sind. Und ganz wichtig hierbei ist auch, genauso wie bei der Plank, die Rumpfspannung aufrecht zu erhalten. Also letzten Endes das Becken ein bisschen nach vorne zu kippen und einen leichten Rundrücken zu machen. Genau, die Lisa zeigt euch jetzt einmal, wie das geht. Genau. Wichtig ist hierbei, dass die Hüfte bei der Bewegung auch nach vorne kommt und vor den Knien ist, so wie das die Lisa auch gerade sehr schön macht. Wenn ihr hierbei in einen Hohlkreuz reinfallen sollte, dann ist die Spannung in der Rumpfmuskulatur nicht mehr gegeben. Gut, reicht schon. Wichtig ist auch nochmal, wenn ihr hierbei ein Stückchen zu weit nach vorne kommen solltet, kann es eben passieren, dass die Hantel nach vorne weggeht und du auf dem Bauch landest. Wichtig ist hierbei, dass du auf dem Bauch landest und nicht auf deiner Nase. Deswegen zieh deinen Kopf zurück, dann landest du dementsprechend auf deiner Brust bzw. auf deinem Bauch und nicht auf deiner Nase. Genau, wenn du es schaffen solltest, aber ganz nach vorne zu kommen, mit der Nase den Boden zu berühren und wieder nach oben zu kommen, dann hast du damit die maximale Reichweite dessen erreicht, was du mit einem Rollout erreichen kannst. Es ist aber nicht notwendig, so weit nach vorne zu kommen, wie möglich, sondern so weit wie nötig. Und das zeigt euch jetzt die Lisa gerade nochmal, mach gerade das nochmal. Um die Übung überhaupt erstmal effektiv zu machen, ist es wichtig, dass die Hände bzw. die Knie unterhalb des Rumpfes nach vorne bzw. nach hinten kommen. Also in dem Moment ist das Handgelenk vor der Schulter bzw. das Knie hinter der Hüfte. Dadurch kriegt ihr letzten Endes überhaupt erst den Hebel rein. Also sprich, es ist wichtig, dass die Hüfte nach vorne kommt und die Hände nach vorne, also vor die Schulter gehen. Genau. Wenn du Fragen haben solltest, melde dich gerne bei mir, schreib mir in die Kommentare eine persönliche Nachricht. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Reinschauen.